Herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier in Final Fantasy XIV. Ja, wir sind gerade dabei, die Level 50er Quest und damit die letzte Quest dieses Story Arcs rund um den Dunkelritter Fry anzunehmen. Also wahrscheinlich wird Fry nachher auch weiterhin mit uns kämpfen und so weiter, aber zumindest was mit dieser Stimme, dieser mysteriösen Stimme, die wir immer hören, immer ein neues Ritual durchgeführt haben. Was es damit auf sich hat. Die werden wir wahrscheinlich in dieser Quest hier rausfinden. Denn des Ritters Kern. Fry wartet mit stoischer Ruhe auf dich. Tara, da bist du wieder. Ich habe dich schon erwartet. Uah, Gott. Uns bleibt nicht viel Zeit. Wir müssen bald wieder auf Reisen gehen. Sonst ist es zu spät. Zu spät für dich. Du verstehst es noch nicht, aber ich will dir helfen. Ich bekomme Zweifel, ob du wirklich bereit bist. Aber wir werden sehen. Wir treffen uns vor den Toren des Urteils. Rufe meinen Namen. Dann werde ich kommen. Fry hat dich gebeten, ihn am Tor des Urteils in der zentralen Hochebene von Kortas zu treffen. Stell den Chat-Modus auf Sagen und gib am Zielort einen beliebigen Satz ein, der das Wort Fry enthält. Achte auf die Großschreibung. Also, auf vor die Tore des, wie auch immer das heißt, mag. Also, die zentrale Hochebene von Kortas halt. Also, bis gleich. So, hier sollen wir anscheinend Fry finden. Dann rufen wir am besten mal nach ihm. Fry! Du bist zu weit weg. Nein? Okay. Nochmal. Sind wir hier besser? Fry, hörst du mich? Du bist zu weit weg. Fry? Nein, immer noch zu weit weg. Ach, Zielort. Ja, okay. Jetzt. Fry! Diese Stimme. War das nicht die Dame Tara? Die Heldin des Bundes der Morgenröte? Verzeih, ich gehöre zu Baron Dillemonts Truppen von den Weißfeldfront. Jeder in meinem Regiment kennt deinen Namen. Dass ich dich hier treffe, kann kein Zufall sein. Es ist eine Fügung Horlones. Sie will, dass du uns hilfst. Etwas weiter südlich von hier haust eine Schar Gigas. Sie stoßen des Öfteren in diese Region hier vor und überfallen Warenzüge. Wahrscheinlich beabsichtigen sie, ihr Gebiet zu vergrößern. Die Truppen an der Weißfelsfront sind gut bewaffnet, aber die Gigas sind zahlreicher und besser an die Kälte angepasst als wir. Sie sind auch besser organisiert als andere Gigas. Wenn man ihre Anführer ausschalten könnte, wäre ihr Vordringen wahrscheinlich fürs Erste gestoppt. Richtig! Unser Hauptmann unterschätzt die Gefahr und weigert sich, einen Trupp zu entsenden. Bitte, willst du uns nicht helfen und den Anführer der Gigas zur Strecke bringen? Koeos, der Großmäulige, nennt man den Wüchterich. Dann wäre unser Problem gelöst. Bitte, hilf uns! Ihr beruhigt euch erstmal. Das könnte wichtig sein. Bitte, hilf uns! Was könnte wichtiger sein? Bitte, hilf uns! Naja, eigentlich sollte ich mich hier mit dem Dunkelritter an mein Tor treffen, aber okay. Weil ihr seid. Vielen Dank, du bist eine Heldin. Wir glauben, eine Spur zu haben. Folg uns. Es reicht. Es reicht. Der ist nicht... He is not amused. Na okay, folgen wir mal der Spur. Beziehungsweise den wackeren Rittern. So, da ist der wackere Ritter. Das ist der Ort. Wir glauben, dass Koeos, der Großmäulige, durch den Pass gekommen kommen wird. Hätte ich erwähnt, dass er immer in der Begleitung seiner zwei Leibwachen erscheint. Die müssen natürlich auch besiegt werden, ist ja klar. Halte etwas weiter oben im Pass Ausschau. Der Anführer der Giga sollte nicht lange auf sich warten lassen. Möge Halone dich beschützen. Okay. Dann auf ihn. Mit Gebrüll. Kann ja nicht allzu schwierig sein. Da vorne ist der Zielort.
Hier, irgendwo muss dieses Großmaul sein. Also los, komm. Ah, ich hab sie gefunden. Okay, ich bin ja eigentlich alleine hier. Also die Akku müsste ich ja schon automatisch bekommen. Oh. So, da geht der erste Schläger drauf. Ne, nehmen wir erst den zweiten Schläger. So, stopp. Okay, jetzt ist das Großmaul dran. Der will Paralyse machen. Nein, der hat mich paralysiert. Egal. Auch paralysiert mache ich halt Käse. Nee, was auch immer. Ich hau drauf. So. Da geht er down. So, den Großmäuling habe ich besiegt. So, liebe Wachen. Dafür sind Helden halt da. Denn die Wachen? Ach, da unten. Der wackere Ritter. Komm, wenn du so wacker wärst, dann hättest du den ja auch besiegen können. Du hast den Anführer der Gigas ausgeschalten. Hallone und dir sei Dank. Das sollte ihren Vorstoß stoppen. Die paar unorganisierten Gigas, die noch übrig sind, werden wir schnell zerschlagen. Und wenn nicht, wissen wir ja, wen wir fragen können. Unser Dank ist dir gewiss. Wir werden Baron Dillemont von deinen Taten berichten. Und unsere Kameraden werden wir auch von deinen Heldentaten berichten. Sie alle werden zu dir aufschauen, wenn sie es eh nicht schon tun. Die Truppen an der Weißfeldfront könnten jede Aufmunterung gebrauchen. Deine Bereitschaft, uns zu helfen, wird ihnen frischen Mut machen. Da fällt mir ein, könntest du vielleicht ein Autogramm in meinem Schild ritzen? Mein Name ist... Marsch! Marsch! Sofort zurück ins Lager! Das ist dein Name? Was ist passiert? Warum die Eile? Befehl von oben! Baron Dillemont hat erfahren, dass wir mit Tara Eisenseele operieren und er hat befohlen, dass wir unverzüglich zurückkehren sollen. Und zwar mit ihr in Gewahrsam. In Gewahrsam? Was hat das zu bedeuten? Es wurden Vorwürfe erhoben. Man hat gesehen, wie sie in den Schwaden mit der Leiche eines verurteilten Heretikers sprach. Ich schenke dem natürlich keinen Glauben, aber wir wissen ja, wie schwerwiegend solche Vorwürfe sind. Ja, gut, guter Mann, was? Sicherlich will man uns nur eine Bemos aufpinden. Ich meine, mit einer Leiche sprechen. Halten Sie uns denn für Narren? Naja, tüchtiger Ritter, los geht's. Habt ihr von den Entscheidungen, Anschuldigungen gehört, meine Dame? Sie haben ein gewisses Gewicht, denn sie wurden vom Tempelritter erhoben. Ach, die schon wieder. Es könnte erforderlich werden, natürlich nur aus reiner Formalität, euch zu bitten, eure Waffe abzulegen. Nee, da kämpfen wir lieber. Oh, die wandelnde Leiche hat da erstmal für Ordnung gesorgt. Meine Waffe ablegen. Nach dem, was in Ulda passiert ist, seid ihr denn übergeschnappt? Morgen wird der schönste Tag in deinem Leben sein, Tara. Dein Frühstück wird besser schmecken als jede Mahlzeit, die du jemals zu dir genommen hast. Das heißt, wenn es dir endlich gelingt, dir Wahrheit ins Auge zu sehen, Tara, mach dich bereit für die Evakuierung deiner Seele. Du weißt es bereits. Du weißt, wessen Stimme in deinem Herzen spricht. Du weißt, wer von allen auf dieser Welt das meiste Leid schultern muss.
Du weißt, wen du retten musst. Tu nicht so überrascht. Natürlich war Fry mausetot von Anfang an. Aber du wolltest es anders. Ein Schwert, ein Kristall. Alles, was fehlte, war ein Meister. Also hast du dir einen erschaffen. Der Kristall des Dunkelritters, in dem all seine Erfahrungen gespeichert waren. Dein Äther und dein unterdrückten Gefühle. Die Schmerzen, die du tief in deinem Herzen eingeschlossen hast. All das Leid, das du als Heldin ertragen musstest. Die Angst, die du als Retterin von Arizona nie zeigen durftest. Sie waren die Zutaten, aus dem du einen neuen Fry erschuffst. Einen Mentor, der dir zeigen konnte, welche Gefühle in deinem Herzen schlummern, der diese Gefühle für dich ausdrücken konnte, wie du sie nie vermochtest. Du willst es immer noch nicht wahrhaben, aber du kannst es nicht leugnen. Du kannst nicht leugnen, was wir erreicht haben. Habe ich dich nicht gut behandelt? Ich habe dir eine Wahl gegeben, die dir keiner von deinen sogenannten Freunden gegeben hat. Deine sogenannten Freunde im Bund der Morgenröte und der Eroseischen Allianz. Die Wahl, Nein zu sagen, nicht zu helfen, an dich selbst zu denken, dich selbst zu retten. Ich habe deinen innersten Wunsch, Nein zu sagen, eine Stimme gegeben und dafür gesorgt, dass du sie auch hörst. Öffne deine Augen, sieh hin. Siehst du es jetzt? Ich bin du. Alles, was bisher geschah, war deine Geschichte. Und alles, was von nun an geschieht, ist meine. Ey, ich will das Schwert haben. So, dann kämpfen wir mal gegen den dunklen Schatten von mir. Weiter nichts ist, aber irgendwas wird dann noch. Da fängt er schon an. Dillem und der Ehrliche kämpft jetzt auch mit. Hier beistehen, wetten, dass er dich wieder retten muss. Oh, wir sollten vielleicht das dunkle Blaster mal kaputt machen. Ich bin paralysiert. Nein, jetzt geht's wieder. Dann muss ich erstmal gegen die dunkle Erinnerung kämpfen. Ja, erstmal die dunkle Erinnerung kaputt machen. Okay, das war die dunkle Erinnerung. Oh, dunkles Plasma. Dunkle Exageten nochmal. So, und weiter mit dir, Druck. Irgendwas ist noch. Da ist noch irgendwo eine dunkle Erinnerung. Ah, da ist die dunkle Erinnerung. Gotcha. Komm schon.
So, und das lass mal hier noch. Kein Problem. Es gibt nur eine Tara hier. Hier bin ich. The one and only. The original. Du bist nur eine billige Kopie. So, komm schon. Da fällt mein dunkler Schatten von mir ab. Kann ich ihr Schwert haben? Nach einem Kampf ist alles andere im Leben leiser gedreht. Man wird mit allem fertig. Ich habe dich stark gemacht. Ich habe dir deine ganze Stärke gegeben. Erkennst du die Ironie deiner Existenz? Deine Stärke ist die Ursache deiner Schmerzen. Sie macht dich zur Heldin und als Heldin bist du zum Leiden verdammt. Tara, wir halten... Tara, wir halten zu dir! Tara, glaub an dich, glaub an uns! Wir wissen, wie du wirklich bist. Vergiss das nicht, ich kenne euch nicht mal. Wer seid ihr denn? Sie stehen auf deiner Seite, weil du ihre Schmerzen trägst. Doch das ist, was du willst, nicht wahr? Du willst leiden. Du wirst immer jemanden suchen, dessen Schmerzen du tragen kannst. Das ist deine Natur. Die Natur des Dunkelritters. Es ist deine Bestimmung. Keiner wird es je besser machen als du. Du suchst diesen Schmerz. Du suchst das Leiden. Du hast das letzte Opfer erbracht. Nimm daher diese Belohnung. Tara? Tara, ich bin der Teil von dir, der nicht das Zeug zur Heldin hat. Verstecke mich tief in deinem Herzen. Ich werde wieder zu dir sprechen, weil ich weiß, dass du stärker bist als ich. Es kommt zusammen, was zusammengehört. Ich werde dich in dich zurückkehren und dir Kraft geben, um die Welt zu beschützen. Ich werde deine Tränen weinen. Ich werde deine Last tragen. Ich werde dein Zorn sein. Lass uns noch einmal zusammen auf Reisen gehen. Wow, tüchtiger Ritter.
Wir haben euch wieder. Hallone sei Dank. Für einen Moment dachte ich, wir hätten euch an eure innersten Dämonen verloren. Ich habe nicht genau verstanden, was hier vorgefallen ist, aber Baron Dillemont schien nicht übermäßig erzürnt. Zum Glück ist niemand dauerhaft zu Schaden gekommen. Zuerst werde ich dafür sorgen, dass Friars Leichnam ein angemessenes Begräbnis erhält. Und ihr seid ihr sicher, dass nun alles in Ordnung ist? Ihr wart ein wenig durcheinander, aber was maß ich mir an? Verzeiht mir, meine Dame, und lebt wohl. Die Dunkelheit in deinem Inneren verdichtet sich. Totenerweckung. So, und damit haben wir auch die Errungenschaft Rittermord 1 abgeschlossen. Und ja, da hinten steht schon ein misstrauischer Tempelritter, der wahrscheinlich die Story-Arc-Quest vom Dunkelritter hat für Heavensword-Arc. Aber die werden wir uns ein anderes Mal angucken. Ich sag jetzt auf alle Fälle mal, beziehungsweise, ich habe ja in der letzten Folge spekuliert, wer Fry sein könnte. Oder die Stimme auch, die wir gehört haben. Aber dass es meine eigene Stimme ist, darauf wäre ich nicht gekommen. Vielleicht ist jemand von euch schon rein. Hat es in die Kommentare geschrieben, aber da ich das Video noch nicht online habe, konnte ich ja noch nicht gespoilert werden. Aber wow. Also vor allem, ich habe richtig eine Gänsehaut bekommen jetzt gerade. Richtig toll. Also dieser Arc war richtig toll. Ich hoffe, der geht so auch weiter im Heavensword und im Stormblood-Teil. Aber wow. Also, und ich bin gespannt, was sie mit dem Dunkelritter, auch wenn sie den jetzt stärker in die Story von Shadowbringers einbinden wollen, was da alles draus werden kann mit dem Dunkelritter. Echt toll. Bin ich gespannt. Naja, aber damit ihr auch die nächste klasse Job und auch vor allem, wenn es dann wirklich mit Shadowbringers weitergeht im Juli geht's weiter, nicht verpasst, am besten jetzt auf den Abo-Knopf klicken. Und das kleine Glöckchen läuten, was ihr beides kostenlos machen könnt. Und dann werdet ihr mich benachrichtigt, wenn ich eine neue Folge bringe. Und natürlich könnt ihr mir auch einen kleinen Daumen nach oben geben. Das hilft mir immer ein bisschen. Und ja, was haltet ihr so vom Dunkelritter, von einem Story-Arc? Habt ihr auch so ein Gänsehaut bekommen wie ich? Oder sagt ihr, ja, haben wir alles schon bei The Sixth Sense und so weiter gesehen. Das ist ja nichts Besonderes. Naja. Wir sehen uns auf alle Fälle in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut und danke, dass ihr zugeschaut habt. Wir sehen, hören und spielen uns. Ciao, ciao.